Hallo? Du könntest es auch einfach lassen und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Hier hinten hatten wir ja. Ups. Falsches Plasmid, hier kommen wir nicht durch. Geht's damit? Nein. Das noch einer. Ich will doch da nur rein. Autohacken. Autohacken. Ja, was willst du machen? Süßes, mein kleines Mädchen. Sie hat meine Augen. Siehst du? Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ja, schön. Stimmt, da hinten mussten wir rein. Na komm, Big Daddy, wo bist du? Da bist du. Muss mal kurz für mich ein bisschen leiser machen. Dann können wir uns einmal kurz aufheilen. Explosivschrott ist halt immer noch das Beste gegen die Viecher. Danke. Danke. Wir brauchen aber auch immer noch diese komischen Enzymproben. Ich bin's. Deine Mama. Komm jetzt. Zeit für die Heier, süßer Engel. Nein, will ich jetzt nicht abspielen. Er ist weg. Ein Glück, dass wir ihn los sind. So ein Schmutzfink. Irgendwas leuchtet hier drunter. Und die Lampe. Alter. Das musste natürlich sein hier unten, die eine. So kleine Fliege aus. Ist denn mit Tränen? So, wo ist hier die Olle, die singt? Bist du hier? Ja. Weg damit! Weg damit! Weg damit!
So, endlich gibt's Ruhe. Achso. So, hier müssten wir doch irgendwo... Lol. Das ist so ein Trainingsgerät. Möchtest du zum Mama? Dann gibt's Aua. Möchtest du zum Big Daddy? Gibt's Kartoffelchips. Sehr clever gemacht. Könnte man sich theoretisch hier hochheilen. So, hier ist ein... Ah, eine Pheromonprobe. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Will ich aufgehen? Schade. Das klingt schon so, wie hier kommt gleich irgendein Jumpscare. Hier wurde also an den rumgebastelt. Dieses ständige Lied. Safe Cracker 2. Pariert massiv den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves. Können wir nochmal nachgucken. Erhalten Sie doppelt so viele Exemplare, ja, deswegen. Und da kriegen wir um eins weniger. Fließgeschwindigkeit beim Hacken ist halt immer gut. Wir müssten mal wieder... Verbandskasten. Ja, war einer und der hat den Schuss überlebt, das weiß ich. Dann halt so. Meine Bolzen. Naja, da heilen wir uns jetzt nicht. Aber irgendwo hier gibt es nochmal so eine Pheromonenladung. Da ist er. Aber vorher nochmal ein bisschen umgucken. Man weiß nie, was man so findet. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen,
bis ich gekommen bin. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Was für die Liste ist da dabei? Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zu machen. Mann, du kannst zwar Ryan sagen, was du willst, aber bei einem hatte der alte recht. Du schaffst es nicht einmal, einen Schritt zu machen, wenn dir nicht jemand das Kommando gibt. Nein! So, und damit haben wir die dritte. Nein! Jede Little Sister begegnet. Rette jede Little Sister im Spiel oder beute sie aus. Wie kann ich dir für deine Güte danken? Ich schicke dir noch eine kleine mit einem Zeichen unserer Wertschätzung. Na, das ist jetzt okay. Hey, Nietenpistole. Das kleine. Hier ist Suit Assembly. Die, die es nicht geschafft haben. Au. Was war's damit? Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt. Hey, vielleicht einen Autohacker benutzen. Wir wollen uns hier nicht lange aufhalten. So. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Stiefel in der Bibliothek, na toll. So, wie mache ich das hier jetzt am besten? Ich würde ja am liebsten alle auslösen. Da wäre auch schon die Idee. Wundervoll. Also normalerweise stehe ich ja auf zwei verschiedene Augenfarben. Also eine Chimäre nennt sich's ja. Aber das ist widerwärtig. Gib ihm. Also. Nicht der Alkohol, der getrunken wird, sondern der Alkohol, der für die U-Invent benutzt wird. Jetzt hätte ich den gerne hier. Einmal Auto-Hacker. Wäre ganz gut. Wie viele haben wir da jetzt? So, das einmal. Dann kann ich das nochmal basteln. Explosivschrot. Wir haben noch mal eins, genau. Okay, davon kann man eh nur wenig dabei haben. Dann machen wir das hier. Damit sind wir mit Wärmesuchenden. Okay, also müssen wir jetzt zur Bibliothek. Rausgehen, dekontaminiert wird. Naja. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Immer gerne doch kleine. So, Verbandskisten verleihen etwas mehr Gesundheit, das ist gut. Kampftonika. Weniger physischen Schaden. Das ist jetzt nicht ganz so gewesen, wie ich es wollte, aber egal. Wo ist die Bibliothek? Wie lautet die größte Lüge der Welt? Hier will ich auf jeden Fall... Hacker Focus gegen Safecracker 2? Wahrscheinlich besser. Tempo Hacker haben wir... Kein Tempo Hacker 2? Abfackeln benutzen wir so gut wie gar nicht, aber ja, wir haben alles, was wir an Jasminen dabei haben. Trinker wäre vielleicht auch keine Übel. Nehme ich einfach Trinker mit rein. Und hier hinten haben wir nur die Tauchkugel. Ja. Die ist geschlossen. Memorial sieht aber nach einer Bibliothek aus. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13. Fass ihn nicht an! Ah, war klar, dass der Alarm jetzt angeht. Irgendwo könnte man den abschalten. Der Parasit hasst den Feind. Dein Führer stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mann oder ein Sklave? Er ist weg! Ja, schön, dass er weg ist. Ich will wissen, wie ich die scheiß Bots abschalten kann. Jetzt ist eh so gut wie vorbei. Ja, hau ab, du Bot. Okay, da können wir uns jetzt auch nichts mehr. Okay, wir können uns Medical Expert 3 noch holen. Kommt auf Medical Expert 2 drauf. Fackeln 3 können wir uns holen, Winterblast 3. Und mehr haben wir nicht. Mit Tempo-Hacker. Können wir das erste ersetzen? Wunderbar. Jetzt muss ich noch gucken, hier drüben war das... Da, Library. Stockwerk.
Berg 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 34, 37. Du hast aber ein paar Stockwerke übersprungen, meine. Na, was ich zu den Geschützturm gehört habe. Und Feuer! Der Bolzen steckt in ihr drin. Du wirst bezahlt. Oh. Ist das schön. Nicht heilen. Ist aber auch schön, das habe ich schon mal gemacht, wenn man die Dinger hackt und die Gegner dann Schaden kriegen. Ist auch lustig. Ist ja schön, dass sie noch atmet. Du atmest jetzt nicht mehr. Na gut, wir wollen uns nicht weiter aufhalten. Damage Research 2. Sie würden sie dort treffen, wo es weh tut. Schwäche Gegner mal. Haben wir das auch mal aufgebessert? Ach, du wirst schrecklich Krach machen. Aber es ist ein Anfang. Jetzt brauchst du den Anzug und den Helm. Und schon klingen wir wie ein Big Daddy. Abschalten können. Ich mag vielleicht keine Familie haben, aber ich habe hier mittlerweile einen eigenen Willen. Muss ich nicht hierher? Für meinen Anzug. Wenn der Ort hier doch so scheiße und tot ist, wieso versuchst du ihn dann zu beschützen? Wieso gehst du nicht einfach und sagst, ich kann wegbleiben? Oder hier rumlaufen? Hier findest du den Anzug. Mama will dich in den Arm nehmen. Warum zögern? Der Big Daddy-Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Wunderbar. Jetzt brauchst du nur noch den Helm. Und den werden wir ja hier irgendwo bekommen, bestimmt. Sieht aus wie so ein uralter Geigerzähler.
Stimmt, wir haben ja eh das Achievement bekommen, alle Little Sisters. Also alle Little Sisters gefunden. Also entweder gerettet oder ausgeraubt. Ich glaube mal lieber hier mit dem, mit den Wärmesuchenden rum. Big Daddies stinken. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge, Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Ein guter Mann für die Wissenschaft vielleicht. Oh, der hat sich besoffen. Wir haben keine Probleme mehr damit. Hopp. Hallo, mein Freund. Halt, bleib von. Ach so, du wirst jetzt auch aggro, weil ich dich mit erwischt habe. Gut, dass ich keinen Schaden in meine eigenen Raketen bekomme. Auch wenn ich in dem jetzt alle meine Perlen suchen verbraucht habe. Jetzt nur die Frage, wo kriegen wir unseren Helm her? Ha. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden außer Schmerzen. Ha. Big Daddy Helmtyp Rosie. Gibt es auch einen anderen Big Daddy Helm? Ah, Hacker's Delight 3. Na komm, bei dem erneut durchsuchen kriegen wir eh so gut wie nie was raus. Aber hier gibt's wirklich nur die Rosie-Helme. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht sagen kann, okay. Ich gucke mich um, löse ein Rätsel und bekomme dann halt einen anderen Helm. Ich gucke noch vorher hier nochmal ein bisschen durch. Aber hier scheint es wirklich nur die Rosie-Helme zu geben. Na gut. Dann nehmen wir uns den. Zum Big Daddy geworden. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei dem Proving Ground. Mehr haben wir hier nicht. Ist hier jetzt noch irgendwas Neues? Nein.
die Tür öffne. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Komm, meine Kleine. Mach die Tür auf. Es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Jetzt haben wir auch noch einen Little Sister Lebensbalken. Aber nach dieser Reise hier durch dieses Gebiete des Ladens würde ich erstmal sagen, beende ich die Folge. Wir befinden uns jetzt in der Museumslobby. Das werde ich, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mr. Bubbles. Ja, Mr. Bubbles kommt ja gleich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ach ja, wer hätte so freundlich ein Abo dazulassen? Zur nächsten ich Folge. Ich bin soweit. Ja, ich jetzt nicht. Tschüss.